Los geht's wie immer mit dem Beat Programming. Was haben wir hier? Klassisches Hip-Hop-Programming. Zweitaktige Loop. Zweitaktige Loop, Snare, Hi-Hat und eine Kick. Swing-Tune. Genau, auf jeden Fall. Wir sind hier nicht drauf auf den Zählzeiten. Es ist sehr, sehr dynamisch, sehr swingig das Ganze. Und ziemlicher Lo-Fi-Loop. So. Wie gehen wir das Ganze an? Ja, wir haben jetzt in diesem Fall angefangen mit unserem Battery. Haben uns wieder mal passende Samples rausgesucht. Wie schon gesagt, wir sind hier irgendwo in den 90ern. Das müssen jetzt gar nicht so High-Quality-Loops sein. Hier geht es wirklich darum, um schönen Charakter zu finden, schöne Einzelsounds, die uns diesen gesamten Loop dann schön schmutzig machen. Okay, was haben wir denn hier einmal? Eine Kick? Ja, wenn wir uns das einzeln anhören, haben wir eine ganz einfache Kick, schön Bass, schön präsent, aber eben jetzt keine klassische 808 oder keine moderne Elektro-Kick, sondern sie hat irgendwas an sich. Das liegt auch klingt ein bisschen wie aus einer Loop rausgeschnitten. Ja, genau. Also. Da ist irgendwie ein bisschen Hi-Hat mit drin. Es ist so ein bisschen Crackle mit drin, ein bisschen Noise. Das macht das Ganze ganz schön. Dann hier ein Layer aus ziemlich vielen Samples, aus Claps und Snares. Alles hier bunt durcheinander gemischt. Man sieht auch, es sind noch einige gemutet. Man kann immer sehr gut eben über die Media Bay gehen oder Samples, die man sowieso hier im Arrange hat, dann per Drag and Drop einfach in Battery reinziehen. Entweder irgendwie solo durchhören oder alle auf eine Taste legen. Das haben wir in diesem Fall gemacht. Die liegen hier alle auf dem D1. Und dann einfach muten, solo stellen, Level einstellen und sich so nach und nach so ein Layer bauen. Was auch ganz spannend ist, wenn man mit Battery arbeitet, man kann natürlich auch immer mal gerne diese Effektsektion benutzen. Spart man sich wieder in dem Arrangement einen Plugin-Slot und Kompressor und Transient Designer. Kann man auch auf die Schnelle da mal direkt mit reindrehen. Sehr gut. Ja, ansonsten nur noch die Hi-Hat. Ja. Das sind in diesem Fall auch zwei Samples. Okay, fassen wir zusammen. Wir haben eine Kick, eine Snare und eine Hi-Hat. Die gehen jetzt nochmal auf die Einzelausgänge vom Battery. Die sind dann hier angeordnet in Cubase. Die einzelnen Sounds werden nochmal nachbearbeitet. Die Kick zum Beispiel auch schön Hip-Hop-mäßig komplett auf Mono gezogen. Dann mit einem EQ bearbeitet. Ordentlich Bass muss rein. Und alles, was das irgendwie Hi-Fi machen könnte, muss raus. So, das unterstützt auch noch hier der Camel Crusher. Mal wieder, immer noch ein schönes Tool, der einfach leichte Distortion zufügt und mit einem Filter nochmal irgendwie die Höhen ein bisschen wegnimmt. Und dann kommt hier noch ein Transient Master dazu, der ein ganz bisschen noch die Attack betont und ein wenig Sustain rausnimmt, um den Sound knackiger zu machen. Bei der Snare haben wir hier auch ein bisschen EQ. Wieder Höhen raus, Höhen raus, Höhen raus. Ganz wichtig, um diesen Oldschool-Effekt zu erzeugen. Und mit dem Transient Designer, ähnlich wie bei der Kick hier, die Attack ein bisschen punchiger gemacht, Sustain ein bisschen zurückgefahren und dann noch über einen Send-Effekt hier den Steinberg intern Revelation angefahren, der diesen Hall noch auf der Snare erzeugt. Kommen wir mal hier zum Programming. Was haben wir da? Ja, in diesem Fall ein sehr einfaches Pattern. Mhm. Wie du schon gesagt hast, es ist sehr swingig. Also es ist nicht nur ein bisschen angeswingt, sondern die Kickschläge, die vor der 1 sind, die sind ziemlich weit, sieht man auch hier, ziemlich weit hinten. Und das gibt uns ein sehr schönes, typisch Hip-Hop-mäßiges Gefühl bei der ganzen Sache. Was ansonsten, glaube ich, für das Programming noch wichtig ist, wir haben wirklich loop-mäßig gedacht. Es sind diese vier Takte, glaube ich, die sich in sich ein bisschen variieren. Aber für das ganze Arrangement reicht das auch völlig aus. Das Einzige, was man da noch macht, ist, dass man mal die 1 weglässt oder 2 Schläge weglässt. Und damit kann man den ganzen Song durcharrangieren. Es wird jetzt aber nicht damit angefangen, irgendwie im Refrain jetzt noch ein anderes Kick-Pattern irgendwie zu setzen oder solche Sachen. Nee, der Loop-Charakter muss ganz eindeutig erhalten bleiben. Genau. So, passend dazu haben wir hier noch einen Sub-Bass. Der macht auch nicht viel,
sondern so. Legt einfach mal eben solche Grundtöne. Die sind ja tatsächlich ja, sehr basic. Wichtig ist ja eigentlich auch wieder nur der Sound, dass man eben hier so einen ja, richtig knackigen tiefen Bass erzeugt. Ja, alles irgendwie an Filter rausdrehen, mit dem Filter rausdrehen, was irgendwie geht. Was hier vielleicht noch wichtig ist, dass der Sound in sich vielleicht sehr subbig und sehr clean klingt. Mhm. Aber wenn man den Filter jetzt ein bisschen aufmacht, hört man, der hat in sich, ist ja schon verzerrt. Also es ist jetzt nicht ein ganz eine Sinuswelle, die nur unten sitzt, sondern es darf auch schon ein bisschen... Ja, die knurrt schön. Genau, auch wenn es tief ist, es darf ja Charakter haben. So, auch hier sind wieder ein paar Effekte drauf. Das Interessanteste ja, ist einerseits hier auch wieder, dass man sowohl Bässe betont, als auch gleichzeitig andere Frequenzen rausnimmt, vielleicht eben sogar einen Low-Cut setzt, damit einem nicht ja der Subwoofer und die Speaker irgendwie wegflattern. Man muss also immer genau aufpassen, zwischendurch doch mal einmal kurz laut drehen und hören, was schwingt denn da alles mit und gibt es da irgendwelche Resonanzen. Also Bass ist dann nicht gleich Bass, sondern man muss dann immer irgendwie aufpassen, dass er schön tief und satt ist, aber eben nicht dröhnt. Und zusätzlich kommt hier der Waves Airbus ins Spiel. Ein sehr schönes Tool hier im Bereich 43 Hertz. Fügen wir jetzt einfach eine ja, gefühlte Oktav mit dazu. Und ja, so kriegt das Ganze nochmal einen bassigeren und voluminöseren Charakter. Genau. Ja, kommen wir zum ja, fast schon wichtigsten und charakteristischen Teil, nämlich dem Sample. Im Hip-Hop ist ja üblich, dass man samplet. So, wir haben das ja nicht gemacht, sondern wir haben das Sample im Prinzip nachgespielt. Eine schöne Methode übrigens ist, da ist ein ganzer Industriezweig schon raus entwachsen, dass man manchmal bei Samples gar nicht weiß, wie man die eigentlich clearen soll. Das heißt, sämtliche Rechte dafür erwirbt, um eine Veröffentlichung machen zu können. Und da haben sich jetzt tatsächlich schon Leute darauf spezialisiert, dass sie Samples nachbauen oder in der Art etwas machen. Also wer irgendwie das funky Disco-Sample im 70er-Jahresteil sucht, der kann sich an solche Firmen wenden und bekommt dann etwas Authentisches. Es ist aber neu produziert. Und in diesem Fall haben wir das auch gemacht. Und wir können uns ja einmal hier das Endergebnis anhören. Das klingt so. Wir haben nämlich eigentlich den umgekehrten Weg gemacht. Wir haben erst die Grundlage erzeugt vom Sample, ist hinterher dann aber wie ein Sample verwendet. Genau. So, jetzt gehen wir mal drei Schritte zurück. Hier sehe ich die Spur Rhodes Ursprung. Was passiert da? Ja, in dem Fall ein klassisches Rhodes Piano. In diesem Fall aus der Arturia Library. Mhm. Ja, ist ein sehr schönes Rhodes, hat einen sehr natürlichen Sound. Mach's mal an. Und wie man hört, bringt es in sich auch schon dieses, ja, dieses bisschen düstere, bisschen mystisches schon mit. Und das liegt vor allen Dingen an dem Chorus. Mhm. Ja, und das bietet uns eine gute Grundlage für den Sound, den wir ja am Ende erzeugen wollen. So, jetzt muss man den so ein bisschen samplemäßig zerstören. Dafür kommt diese ganze Effektbatterie da drauf. Da haben wir alles Mögliche. Vom Supercharger über den klassischen Steinberg Grungealizer, der es bis in die Version 9 geschafft hat. Ich weiß gar nicht, den gibt es seit dem ersten Cubase VST, glaube ich. So, also ein Klassiker, herrlich. Macht hier dieses Rauschen und ja, so eine EQ gar nicht, über die Timeline noch so einen leichten Grammophon-Effekt. Dann haben wir das Soundtoys Effect Rack mit verschiedenen Effekten. Der Camel Crusher mal wieder. Der S1, der es ein bisschen kippt. An die Seite kippt. Dann Reverb und zum Schluss noch mehr Filter. Schön. Tolle Kette. Ja, wie immer gibt es dafür eigentlich kein Rezept, so eine Kette zu machen, sondern man legt halt Plugins drauf, die ein bisschen zerstören können. Und Charakter hinein arbeiten. So, jetzt haben wir dieses Sample, beziehungsweise diese Spur mit den Effekten. Und was macht man dann? Ja, wir haben es dann in dem Fall einfach exportiert, beziehungsweise gerendert. Das kann Cubase ja inzwischen. Genau, und der Vorteil davon ist, wir haben jetzt
überhaupt keine Effekte mehr drauf auf der Spur. Wir haben eine gebounced Audiodatei und können die jetzt wieder verwenden, als ob es jetzt unser Original-Sample wäre, das wir, ja, wie im Hip-Hop üblich, verwenden können. Genau, und das sieht man dann hier an dieser Spur. Die haben wir Möglichkeit 1 genannt, denn hier haben wir ja klassischerweise im Sequencer alles durcharrangiert. Das heißt, diese Samples jetzt hier gecuttet, hintereinander kopiert, zum Teil rückwärts laufen lassen, wie man das hier an dieser Stelle hier hört. Achtung! Super, solche Sachen. Das kann man also sehr überlegt machen. Was aber viel, viel mehr Spaß macht, ist, wenn man eben die Akai MPC spielweise dafür benutzt, nämlich mit Samples zu spielen über solche Pads. Und das kann man mit diesem Pattern auch machen. Und wie das geht, schauen wir uns im nächsten Teil an. Bis gleich.